ich nehme euch wieder mal mit auf Tour. Heute gibt es wieder einen Vlog von mir. Ich bin heute am Weg, jetzt gerade nach St. Pölten und werde dort im Cinema Paradiso beim Tagebussel mitmachen. Ich wurde nämlich von der lieben Diana gefragt, ob ich bei ihrem Tagebusslam im Cinema Paradiso mitmache. Und da ich am Sonntag, kommenden Sonntag sowieso, im Tag, also Theater am Gumpendorfer Straße, auch mitmache, habe ich mich gefreut und gesagt, fix, bin dabei. St. Pölten, hier bin ich! Es ist barrierefrei. So muss es sein. Und wir sind in St. Pölten. Ab in den Lift. Ja. Danke. Oder? Ja. Schatz. Snapchat immer mit dabei. Und wir sind in St. Pölten. Schauen wir mal, ob ein Geofilter findet. Yeah. Personendurchgang. Dann nehmen wir. Fuck, da ist cool. Ja. Und weißt du, wo wir hin müssen? Ja, ja. Wohin? Einfach gerade vier und dann irgendwann rechts zum Stadtplatz. Alles klar. Jetzt hast du meine Zentralperspektive ruiniert. So ärgert mein Kameramann. Hier bin ich nun im Cinema Paradiso. Die Bühne wird gerade aufgebaut und ja, ich warte jetzt, bis die anderen Teilnehmer kommen. Okay, ich habe die Konkurrenz kennengelernt. Die haben keine Chance. Überhaupt keine. Jetzt geht's los. Sitzt eigentlich im Kinosaal und da ist man ja normalerweise immer ruhig, außer Bock und hört man sonst nichts. Aber heute hätte ich ein paar gerne Lärm, damit die da draußen sich denken, was ist denn noch halt los? Was soll man was? Wir kommen da jetzt doch noch her, weil da noch Plätze sind ja noch frei. Also geht's nochmal einen Willkommensapplaus, bitte schön, der Conny! Raus. Wie schaut es denn bei der Kerstin aus? Und ja, auch Männer schreiben Tagebuch oder haben Tagebuch geschrieben. Der Jimmy! Applaus! Und weil ich für 50-50 bin, haben wir noch einen zweiten Mann dabei. Der Martin! Applaus! Es gibt jeden Montag den Montagwitz. Er macht mir mittlerweile nicht nur auf der Bühne, indem er mit mir battle Konkurrenz, sondern er ist auch als Moderator unterwegs. Ja. Er ist auch sehr schnell unterwegs und muss aufpassen, Hindernisse bitte aus dem Weg räumen, weil er fetzt jetzt gleich auf die Bühne. Und bin gespannt, was er uns jetzt 5 Minuten lang präsentiert. Viel Vergnügen und einen kräftigen Applaus für. Wow. Dass ich keinen Gin Tonic getrunken habe vorher. Darfst du nur rauchen, ja? Dürfen schon, aber nicht mehr können. Ah ja. Hast du wieder drauf oder soll ich es mitfahren? Ich schaue noch ein bisschen drauf. Ja. Du musst einrichten noch? Aber die Damen haben wissen, dass sie bald 40 werden, deswegen muss ich die Brille runternehmen.
damit ich besser lesen kann. Ich habe nämlich immer zu kurze Hände für mein Handy. Also ich kann es immer weit genug weghalten. Das ist ein Problem. Gut. 1997, 19. September, ist mein allererster Eintrag. Heute habe ich meine erste Kontaktanzeige geschrieben. Nur für den Deutschunterricht. Aber immerhin, das könnte ein Zeichen sein. Bin aber weiterhin guter Hoffnung, niemals eine Maßnahme dieser Art in Anspruch nehmen zu müssen. Morgen ist das Fest von Walter. Claudia möchte, dass ich eine Rede von Karl Valentin vorlese. Ich werde es wahrscheinlich auch tun. Jetzt ist bald ernst mit Walters Auszug. Für ihn bringt das gemischte Gefühle mit sich. Es ist aber das einzig Richtige, was er tun kann. In der Schule beginnt der Stress schon wieder. Ende der zweiten Woche. Hausübungen. Und heute hatten wir eine Mitarbeitskontrolle im BWL. Ein Finanzierungsschema. War echt toll. Ich hoffe, dass ich öfter mit dir kommunizieren werde. Ich glaube, das wird ganz witzig. Hallo again. 20. September 97. Jetzt wird's erwachsen. BP sitzt gerade am Balkon. Oben ohne. Es gibt wirklich schönere Anblicke. Trotzdem, was ich geschrieben habe. Danke, ich vorlese jetzt. Trotzdem, das lebende, in der Sonne fröhlich lebende Abbild von nackten Brüsten ist erregend. Egal wie man zum Rest des Menschen bzw. des Körpers steht. Warum? Ich glaube, der Anblick ist nur deshalb so aufregend, weil es etwas ist, das dem Mann in seiner Anatomie fehlt. Bitte genau zuhören, das ist wichtig, meine Damen. Da er leichter zu erhitzen ist in Sachen Sex und dies durch das außerhalb des Körpers liegende Geschlechtsorgan deutlicher zu sehen ist als bei der Frau, wird die leichtere Erregbarkeit oft als schlechtes Benehmen geahndet. Aus meiner Sicht kann ich nur sagen, diese Gelegenheit, einen nackten Frauenkörper real vor mir zu betrachten, bietet sich nur sehr selten für mich. Darum lernt man, sich über den Anblick einer nackten Frauenbrust zu freuen. Und sich nicht zu ärgern, warum nämlich der Rest von ihr ansehnlich ist. Den Rest kann man sich im Kopf viel schöner zusammenbauen. Was er in Wirklichkeit ist. Das Beste daran ist, die Bilder in der Fantasie können einen nicht enttäuschen. Nur die Realität vermarkten. Ob es nun besser ist, über gewisse Dinge nur zu fantasieren und die Realität außer Acht zu lassen oder in der realen Welt zu leben, ohne Träume über den Traum in menschlicher Form und dafür nie enttäuscht zu werden, bleibt wohl jedem selbst überlassen. Wow, Richard. So viel dazu. Heute ist das Fest von Walter und ich werde lesen. Habe es noch nicht geschafft, den Text einmal durchzulesen. Wird wohl wieder aus dem Bauch kommen müssen. 23. September 97. Das Fest, Doppelpunkt. Martini, Chili, Klammer, würzig. Farben, Tortenschlacht. Kurz gesagt, toll. Sonntag, Gerd Berger hat verloren. 10. Platz am Einsring. Enttäuschend. Gestern war der erste Tag vom 2. FSJ-Kurs. Habe in der Karte geschlafen, ohne Joni, aber in seinem Zimmer. Heute fahre ich wieder nach Linz, weil morgen der zweite Tag ist. Da gibt's wieder Geld. Mit Alice werden wir heute fortgehen. Hoffe ich zumindest. In der Schule muss ich dieses Jahr aufpassen. Vor allem in den Sprachen. Und bonjour, 27. September, 97. Es ist Samstag. Heute Abend ist das Borchkatzensportfest. Kennt es, wer? Ich, Julia und Carmen werden dorthin fahren. Vor der Abfahrt werden wir ein Joghurt essen. Bin gespannt auf die Wirkung. Der zweite Tag des FSJ-Kurses war ganz nett. Die Knete war die schönste daran. In der Casa war es nicht so toll. Ich habe die Alexandra angerufen, doch der Weg und der Zeitpunkt sprachen gegen uns. Ein andermal sicher. Donnerstag wurden die Reste von Walters Fest gewährt.
Meistens kommt es anders, als man denkt. Erstens war Walter nicht dabei, was ich gehört würde. Zweitens war ich so betrunken, dass ich zweimal kotzen musste und mich vor den neuen FSJs blamiert habe. Natürlich alles nacheinander. Den Arsch habe ich mir von 20 Uhr bis 21.30 Uhr geholt und das Kotzen und Blamieren ging sich noch bis 23. Und nach da lag ich im Bett. Laut Anita. Das mit Walters Balkon tut mir leid. Tut mir fast ein wenig leid. Aber lustig ist es schon. Im Nachhinein. Ich glaube, er hat auf seinem Balkon kotzt. Gestern war ein Tag, an dem man lieber im Bett bleiben hätte sollen. Dies traf zumindest auf mich zu. Die Nachwehen der Orgie vom Vortag zogen sich den ganzen Tag dahin. Im Zuge dessen ließ ich mich zu einer Unterschrift, die mich zu einem Kandidaten bei der Schulsprecherwahl machte, hinreißen. Heute Morgen habe ich mich wieder gestrichen. Ich bin nicht gut genug in der Schule, um mir das leisten zu können. Guten Abend, 28. September 97. Orchkastl-Schworf-Fest war toll. Ich habe viele Leute getroffen, Reinhard, Leitzner, Rebecca und von einer Ulrike aus der 5. bekam ich einen Kuss. Sie war ziemlich betrunken, aber trotzdem war es schön. Das mit dem Gras hat nur Julia und Carmen gewirkt. Die zwei sind in einer Ecke gesessen, hatten aber auch ihren Spaß. Anscheinend. Es war irgendwie eine kalte Stimmung zwischen uns. Keine Umarmung oder ein Küsschen. Ich hoffe, ich sehe die zwei in Wien einmal. Berger wurde heute Vierter. Alexander Wurz kommt nächstes Jahr zu Benetton. Berger weiß immer noch nicht, ob und wo er fahren wird. Morgen 4 Stunden Hütte. Wahnsinn. Ich glaube, ich habe so oft die Cosmopolitan gelesen. Danach die Conny, mein Freund Gregor hat in der Schule Hallo zu mir gesagt. Ich war sehr glücklich. Ich sage dir kurz und bündig, ich mache mit dir Schluss. Es ist gerade Pause. Die erste Voting-Runde ist vorbei. Und ich habe schnell ins Finale geschafft. Und bin jetzt das zweite Mal beim Poetry, beim Tagebuchslern dabei. Und bin am ins Finale gekommen und nicht gewonnen. Und jetzt bin ich nicht ins Finale gekommen. Ich gehe zwar nicht her zum Siegen, aber ein bisschen Wurmen tut das jetzt schon. Also jetzt gehen wir zurück. Gibt noch einen zweiten Auftritt um einen dritten Platz sozusagen. Und dann war es jetzt auch. Ist eh lustig. Wie heißt es immer? Dabei sein ist alles. Und nichts von ihr will. Falsch gedacht. Wie all die angestochenen Unreifen. Nur kann ich es nicht formulieren. Nicht ohne Alkohol. Und dafür ist es mir zu ernst. Einer von diesen Lullis war besonders hartnäckig. Bis zum Schluss. Was sie ihm sagte, weiß ich nicht. Ich habe das Gebäude verlassen. Hab draußen auf sie gewartet. Wir gingen gemeinsam zur U-Bahn-Station Volkstheater. Ich konnte ihr nicht sagen, was offensichtlich ist. Sie sagte auch nichts. Wahrscheinlich ist das meine Antwort. Am liebsten wäre ich noch aus der U-Bahn gesprungen. Ihre war etwas später dran als meine. Ich hätte bei der nächsten umsteigen können. Hab sie angerufen. Sie muss lernen. Montag hat sie Prüfung. Ihre letzte Chance in römisches Recht. Danach mache ich den Mund auf. Sie weiß jetzt garantiert, worum es geht. Die Prüfung kam ihr ganz gelegen. Bedenkzeit. Aufschub. Für mich eine Galgenfrist. Sie wäre eine grandiose Freundin. Sie wird aber ein lieber Kumpel. Leider. Das war lieb für euch, danke. Tagchen, Wien, 21. Dezember 2001. Alles Blödsinn! 3 Rufzeichen. Nichts habe ich von Gabi gelernt. Außer vielleicht die Erkenntnis, dass ich weder die richtigen Signale sende, noch empfangen kann. Sie wusste nicht einmal, ja, sie ahnte nicht einmal etwas von meinen Gefühlen. Der Kontakt
schließt sie nicht ab. Gestern meldete sie sich bei mir. Wir gingen Spittelberg, danach ins Donau. Da fasste ich meinen gesamten Mut zusammen. Ich fing an, über den Freitag in der Feldheim zu sprechen. Nach langem Hin und Her drückte ich mit der Farbe raus und überraschte sie. Sie wusste es nicht. Keine Ahnung. Kurz vor meiner Beichte meinte sie noch, es sei leid, was noch sei es leid zu sein, sie sei es leid zu sein, immer von so schrägen Typen angemacht zu werden. Sie wünschte sich einen normalen, schönen Mann. Ich kann ihr weder das eine noch das andere bieten. Werde ich niemals einer bieten können. Gestern Abend im Donau ging es mir, nach meinem Geständnis, viel besser als jetzt. Mal sehen, ob sich eine Freundschaft entwickelt. Sie wie mir wünsche ich es mir. Bald wird dieses Gefühl auch an die Oberfläche treten. Scheiße. Guten Tag, 22. Mai 2002. Das war ein Wochenende. Also am Freitag bin ich bei einer Party von Kathi und Froni gewesen. Die beiden wohnen in der Nähe der U-Bahn-Station Friedensbrücke. Auf 126 Quadratmeter zu viert. Vier ziemlich hübsche Mädels. Nur Kathi hat einen Freund. Kann ich schauen. Eine von ihnen heißt Marlies. Sie habe ich gerade von Nick getroffen. Am Montag gehe ich mit ihr in eine Vorlesung. Ich habe vor, mein Zweitfach zu wechseln. Die vier sind echt ein Wahnsinn. Vom Samstag bis Montag war ich bei Lützo und Gregor. Wir waren auf einem Fest im Müllviertel. Alle waren da. Gilly, Hannes, Kelz, Gregor, Lützo. Lützo hat einen spitzen Tee gebraut. Dieser zeigte mir meine philosophische Arbeit. Ich war begeistert. Eben ein Riesenwochenende. Ach ja, Daniela und Tim wollten mir einen Wellensittich zum Geburtstag schenken, ohne mich vorher davon zu informieren. Ich habe ihnen gedankt und höflichst abgelehnt. Am Abend hatte ich das Vergnügen, kurz auf Pams Brust zu ruhen. Ganz freundschaftlich, versteht sich. Aber das wäre schon was für Papas Sohn. Nun hat mich die Realität wieder. Die Filmprojekte stressen ziemlich und die Prüfungen drücken auch immer näher. Mal sehen. Guten Abend, 3. Mai 2003. Heute habe ich mir was Gutes getan. Ich habe mir den Schwanz rasiert. Vor circa einer Woche habe ich zum ersten Mal getan. War aber nicht so sauber wie dieses Mal. Du nimmst es ja auf, gell? Es sind zwar immer noch ein paar lange Härchen übrig, aber alles in allem lässt sich das Ergebnis schon fühlen. Am Weg heim vom Heldenplatz habe ich einen Engel getroffen. Station Herrengasse. 4 Minuten zum nächsten Zug. Sie wartet 2 Meter neben mir. Sie trug Ohrhörer. Ich fragte sie, ob sie mir hineinhilft. Darauf sie, ja. Das hätte ich sowieso getan. Sie setzt sich hinten in eine dieser, hinter diese Glaswände, auf denen die U-Bahn-Pläne kleben, mit dem Rücken zu mir. Dann drehte sie sich ins Profil. Unter dem Plan war nur ihr Mund zu sehen. Meine ganze Aufmerksamkeit wurde so auf ihren sinnlichen, kleinen, säulichen Mund gerichtet. Kurz vor ihrer Station ging sie zur Mittelstange, zu mir gewandt. Wünschte ich mir noch einen schönen Tag. Ich erwiderte und bin immer noch hin und weg. Die war nicht größer als 1,50 und wahrscheinlich keine 18. Egal. Ja, vorbei. Es war Spaß. Ich freue mich jetzt, wenn ich die Aufnahmen sehe. Von meinem Auftritt. Ich glaube, es war gut. Es hat Spaß gemacht. Und es ist erstaunlich, wie wurscht mir das eigentlich alles ist, was ich da geschrieben habe und dass ich die Scheiße wirklich sage. Und an was ich nicht gedacht habe, im Publikum sind, glaube ich, über 90% Frauen gesessen. Und ich erzähle die ganze Zeit von Brüsten und meinem rasierten Penis.
In Wien sind normal ist das Publikum viel gemischter. Einen Ausflug nach St. Pölten in Zeiten wie diesen. Ich habe mir heute gedacht, soll ich mehr irgendwie? Nein, die kriegen wahrscheinlich eh ständig so Sachen zu hören. Ja, aber jetzt auch mal. Ja, genau, so ausreizen darf ich nicht, aber zweimal habe ich es doch unterbracht. Du wirst mir jetzt das Ende machen, indem du noch mit der Hand über die Linse fährst, ohne sie zu berühren. Damit das dann dunkel wird, okay? Und achten Sie auf Ihre persönlichen Gegenstände. Ist das wirklich? Bei Unregelmäßigkeiten wenden Sie sich bitte an unser Zugpersonal. Ich mache jetzt los. Tschüss. Tschüss. So? Nein, nein. Du musst einfach nur mit der Hand vor die Linse fahren, damit alles so ist. Genau so. Wie fühlt man sich als Siegerin? Super gut. Gratulation übrigens. 44 Minuten Verspätung. Ist im Prinzip nicht so schlimm. Außer es ist Mitternacht und du erwischst dann keine U-Bahnen mehr.